Es bleibt wechselhaft und es drohen auch weiter Unwetter. So könnte man die Klimaprognose für den Rest des Jahres zusammenfassen. Von August bis Oktober sehen wir, dass vor allen Dingen in Osteuropa hohe Temperaturen erreicht werden, von Skandinavien bis runter nach Südosteuropa. Und das gleiche Muster sieht man auch im Rest des Jahres, von Oktober bis Dezember. Und das heißt, bei uns ändert sich erstmal im Sommer nicht viel. Es kommen immer wieder Tiefdruckgebiete rein. Es kühlt auch zwischendurch mal ab, kann auch mal warm sein. Aber es bleibt bei Unwettergefahr, bei Gewittern, vielleicht auch bei Starkregen. So, das heißt nicht, dass es immer schlecht wird, aber wie gesagt, diese Gefahr droht nun mal. Schauen wir auf die einzelnen Monate. So, nehmen wir mal ein paar mehr Modelle. Im August müssen wir gleich zwei rausnehmen, weil das sind so Ausreißer. Und da sieht man sehr gut dieses Muster. Auch im September bleibt dieses Muster erhalten. Da kommen keine großen Überraschungen auf uns zu. Vielleicht ein Altweibersommer tatsächlich. So, im Oktober, da sieht man eine deutliche Abkühlung. Das wird sehr spannend, was der Oktober tatsächlich so bringen wird. Im November kommt dann wieder das altbekannte Muster raus und genauso im Dezember. So, was heißt denn das jetzt für uns? Wenn wir uns nochmal zurückbesinnen, im Sommer bedeutet das, wenn wir so auf der Kante von warm zu kalt liegen, bedeutet das, dass immer wieder Gewitter auftreten, dass Starkregen kommen kann, eventuell auch nochmal Hochwasser oder zumindest lokale Überschwemmungen. Im Winter wiederum oder im Herbst bedeutet das, dass wir vor allen Dingen Wind bekommen werden. Die Tiefdruckgebiete werden stärker. Und damit könnte es dieses Jahr im Herbst mal wieder richtige Herbststürme geben. Hatten wir ja auch lange nicht mehr. Auf jeden Fall bleibt es relativ lange mild und der erste echte Wintereinbruch wird auf sich warten lassen. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf weather.com.